Also man hat hier jede Menge Zeit, um über seine Straftaten nachzudenken und auch zu überlegen, wie es in Zukunft weitergeht, mit Familie, mit Freunden, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Man hat ja auch ziemlich viele Freunde, die einen schlechten Umgang mit schlechten Einfluss hatten. Und ja, daran sollte man ja auch arbeiten. Ja, also mir persönlich ist es so, dass ich das Schlechte jetzt hinter mir lasse mit Freunden, die mir einen schlechten Einfluss auf mich hatten und natürlich auch positiv in die Zukunft schaue mit Familie. Meine Mutter, mein Vater, die warten alle draußen auf mich und darauf konzentriere ich mich momentan, ja. Ich denke, die größte Herausforderung ist, mit Gewalt, sei es verbal oder körperlich, umzugehen. Das macht manchmal schon etwas fertig, aber ja, man gewöhnt sich wohl dran. Ja. Also ich, so wie die meisten Kollegen, setzen, denke ich, auch auf ein gutes, wichtiges, sicheres, privates Umfeld, dass man daheim auch mal was erzählen kann und das nicht ständig mit sich rumträgt. Und auch ein guter Kollegenstamm, mit dem man zusammensteht und bei schwierigen Situationen sich währenddessen und danach auf jeden Fall hilft. Ja. Meine Endstrafe habe ich ja noch einige Monate vor mir. Lange Zeit, um sich an sich selbst zu arbeiten, klar. Und die Beamten, die helfen mir auch sehr, an mir selbst zu arbeiten. Und wie gesagt, man kann hier seine LOS-Training machen, Leben ohne Straftaten, Anti-Aggressionstraining. Man hat hier viele Möglichkeiten, um an sich selbst zu arbeiten. Und es liegt auch an jedem selbst, es selbst zu tun, wie er seine Haftzeit hier gestaltet, mit und ohne den Häftling. Für einen ist es natürlich sehr gut, wenn der soziale Umgang mit den anderen Häftlingen immer positiv ausgeht, damit man auch keine Probleme kriegt. Das Besondere für mich war, dass auf jeden Fall die Sicherheit im Staatsdienst. Das kann ich nicht leugnen, das war ein Punkt. Ich war Zeitsoldat vorher und habe die Vorteile von uniformierten Dienst genossen und wollte das auch weiterhaben. Hier hat man halt wetterunabhängig immer Arbeit, das Gehalt kommt pünktlich, das ist Fakt. Und ich sag mal, ein Dienst an der Gemeinschaft, an Deutschland, sage ich mal, ist durchaus auch für mich ein Punkt gewesen, der mich zu diesem Beruf gebracht hat.